Herzlich willkommen zum neuen Part von Mario Kart Wii heute mit... Richtig, und wir fahren mit dem Nostalgia 1, manueller Steuerung und dem Sterncup. Let's go! Heute gibt sich also die Prinzessin die Ehre und ja, die andere Prinzessin sehen wir hier. Schließlich ist das ihre Strecke, Daisys Piste. Bisher exklusiv für dieses Mario Kart. Hui, ich weiß nicht, irgendwas ist mit der Strecke, dass ich sie nicht so gerne mag wie andere. Allerdings kann ich euch nicht mehr erzählen, was genau. Das ist ein bisschen seltsam. Mir fällt gerade auf, dank dieses HDMI-Dings, sehen Peachs Haare hinten viel, viel schärfer und besser aus als sonst. Also, das ist krass. Ja, ich weiß, wow, ich weiß nicht. Rede viel über dieses Ding, aber es stimmt halt einfach. Naja, gefällt mir. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. Ist der grüne Panzer gerade durch die Wand geglitscht? Wow, geil. Super. Alter. Geht ja super richtig souverän los hier. Bin ja schon glatt begeistert. Oh Gott. So. Was kann man sonst noch zur Strecke sagen? Irgendwie fällt mir so das Licht hier nicht. Ich weiß, das ist... Lol, das klingt total dämlich, aber irgendwie gefällt mir das Licht nicht besonders. Und mir ist aufgefallen im ersten und wahrscheinlich auch im zweiten Part, hört man das Knacken des Controllers, oder der Wiimote des Nunchucks, ziemlich laut. Ja, das versuche ich jetzt zu ändern. Allerdings, wenn ich Stunts machen möchte, muss ich die Fernbedienung oder das ganze Ding, kann ich dann nicht unter dem Tisch halten, weil sonst macht's. Ne? Weil ich dann dagegen komme. Aber ja, deswegen muss ich die dann immer zumindest wegnehmen. Aber eigentlich den Nunchuck kann ich ja trotzdem weiter unten lassen. Den muss ich ja nicht drehen. Oder schütteln oder irgendwas, um Stunts zu machen. So. Ansonsten fahren wir jedoch eine ganz souveräne Runde zusammen. Der ist doch schon sehr gut, freut mich. Doch, da ist Franz. Links. Das war Franz. Ein altes Mii. Deswegen hat er auch graue Haare, ne? Ist ja klar. Und falls jemand... Okay. Falls jemand fragt, ja, es ist ein bisschen seltsam, immer zwischen Karts und Bikes hin und her zu wechseln, aber ich komme mit klar. Ich komme damit klar. Piep. Cooper Cup. Oh yeah. Die ist so geil. Meine Lieblingsstrecke. Wahrscheinlich meine Lieblings-Mario Kart-Strecke nach der Rainbow Road von Mario Kart DS. Mhm. Kehrt wieder in Mario Kart 7. Und wie man das von dem Teil kennt, kann man da unter Wasser fahren und fliegen. Hier natürlich noch nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie gefällt sie mir auf der Konsole hier besser. Danke. So, da unten fährt ein Boot lang. Sieht man das auf dem 3DS überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So. Was man auf dem 3DS aber nicht sehen kann, das ist dieses Kart, das Nostalgia 1. Ist irgendwie ziemlich cool, ne? Ist natürlich angelehnt an solche alten Rennwagen aus den 30er, 40ern, sowas. Stimmt. Sieht so ein bisschen danach aus. Also ich bin natürlich an diese Dinger angelehnt, aber ob die aus den 30er, 40er sind, das weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Leute, der Blooper von oben, hm? Na sonst fahren wir doch jetzt in der Röhre unter Wasser. Das war cool. Ich habe damals stundenlang auf der Mario Kart Wii Website rumgechillt, also der offiziellen, wo man sich diese kleinen Clips von den Strecken und so anschauen kann und die Charaktere sich anschauen kann, welche es so gibt. Und wie gesagt, jede Strecke hatte so einen eigenen Clip. Der ging so kaum 20 Sekunden oder so. Und bei Cooper Cup war der Clip immer... Habe ich ihn runtergedrängt? Nein. War der immer vorbei, wenn es in die Röhre reinging. Und ich habe mich immer gefragt, was ist in dieser Röhre? Oder was ist nach dem Wasserfall? Was ist da drin? Was kommt da? Ich wusste es nicht. Ich hatte das Spiel ja nicht. Und dann war ich mit einem Kumpel damals. Ich war noch in der Grundschule. Und ich meinte so, ja, lass mal Cooper Cup fahren. Er so, hä, nee. Geht ja nicht, gibt ja keinen Cooper Cup. Es gibt einen Bild Cup, Blumen Cup, Kronen, also Spezial Cup, Stern Cup, sowas, ne?
Hat er mich also ein bisschen falsch verstanden. Aber da meinte ich so, nee, es ist eine Strecke. Also, ach, Cooper. Cooper Cup. Ah, mit. Schreibt sich anders als der Cup. Ne? Pilz Cup. Stern Cup. Und dann haben wir das gefahren. Ich wusste endlich, was drin ist und ich fand's geil. Ich fand ja für die Grafik von Mario Kart Wii richtig gut. Also richtig, richtig. Warum ist der schneller als ich? So richtig realistisch und so richtig wow. Warum? Weil die Charaktere ihre Items wirklich werfen. Ich kannte ja nur mal KTS hier das hier. Dass sie. Was? Dass die richtig so werfen müssen, damit die Items auch fliegen. Weil es war in Mario Kart DS halt nicht so. Und auch, dass die teilweise, wenn sie so jubeln, wenn sie das Rennen gewonnen haben, wenn sie jubeln und dann die. Dann nehmen sie nicht mehr so lange die Hände vom Lenkrad, weil sie ja sonst irgendwo gegenknallen würden. So wie in Mario Kart DS, da fahren die dann einfach da um, was weiß ich für schräge Kurven, ohne am Lenkrad irgendwie was zu machen. Und das war halt auch realistisch irgendwie. Also realistisch, ja, keine Ahnung. Ich war halt dumm. Ich war halt Schweine. Da kommt jetzt erst der blaue Panz. Was ist denn hier los? Alles spackt rum. Ich möchte jetzt gern Erster werden. Ist das möglich? So. Was fand ich noch realistisch? Die Motorräder? Nee. Aber so generell, wie das Spiel natürlich aussah. Oh mein Gott, fahr. Huh. Die machen es echt spannend noch. Aber momentan läuft es noch. Hälfte der Maximalpunktzahl haben wir schon. Naja, und dann kam der Blätterwald. Huh. Die ist eigentlich meine Zweitlieblings-Wii-Strecke. Doch. Die Musik ist geil, die Atmosphäre ist cool, die Optik ist klasse. Geil. Muss man auch sagen, Mario hat irgendwie die coolsten Strecken von den Mario Karts bisher. Finde ich so. Habe ich das im letzten Part gesagt oder in der Fail-Aufnahme, die ich vorhin hatte? Von diesem Cup hier. Ich hätte nämlich eine kleine Fail-Aufnahme. Oh, das setze ich am besten erst nach der Kanone ein, das Ding. So. Denn da wurde ich dann praktisch gestört, kann man sagen. Und dann musste ich leider die Aufnahme unterbrechen. Und dann dachte ich mir, hey komm, mach's aber nochmal von vorne, ist besser. Fun Fact. Im Online-Modus von Mario Kart 7 sind an dieser Stelle nur. Ist an dieser Stelle nur ein Entwickler, nicht zwei, weil der 3DS oder beziehungsweise die Internetverbindung zu schlecht wäre, um zwei mit 8 Spielern zu synchronisieren. Oder so. So erkläre ich mir das zumindest. Wie es in Mario Kart Wii online ist? Schnell in die Luft! Da hat man mich da nicht getroffen. Wie ist in Mario Kart Wii online? Das weiß ich gar nicht. Und auch ein bisschen verrückt. Gerade eben kam der erste Part von Mario Kart Wii online. Also, da erschien der erste Part von Mario Kart Wii. Von diesem Let's Play. Und ich gehe auf den Channel. Vor, was stand da? Vor 45 Sekunden. Ich klicke da so drauf. Wollte halt gucken, ob die Qualität schon geladen ist. Also, ob das schon HD verfügbar ist. Steht da so keine Aufrufe, aber einen Daumen hoch. Ich so, hell. Typisch YouTube. Typisch YouTube. Weiß auch gar nicht, wie das Let's Play überhaupt ankommt. Das ist so spannend. Ich denke mal, es wird ganz gut sein. Weil, ne, Wii Let's Plays rocken und Mario Kart Wii rockt und man prallt auf den Blättern ab. Das rockt auch. Phew. So. Achtung, das ist eine Fake-Box. Den Pilz hätte ich gerne. Danke. Und der erste Part von Mario Kart Wii war einfach über 1 Gigabyte groß. Und weiß nicht, wie viele waren es? 220 Minuten oder so hat der hochgeladen. Richtig krass. Witzigerweise hatte ich den zuerst in 60 FPS gerendert. War ja auch aufgenommen, die ersten beiden Parts. Dachte dann so, boah nee, scheiße, das ist viel zu groß. Und dann habe ich ihn nochmal gerendert, weil das Rendern ging irgendwie ziemlich schnell, ziemlich komisch. So 20 Minuten war er durch. Obwohl so viel passiert und so. Und auch obwohl die Bitrate höher ist als bei meinen anderen Videos zusammen. ist tatsächlich witzig. Ist egal, ob ich eine 15, was ist denn, Megabyte Bitrate einstelle oder 50. Das ist eigentlich egal. 50 oder 15 macht keinen Unterschied mehr. Ist halt die Wii, ne? Also kein Bildunterschied, den man sehen kann. So. Und ja, ich hab's ausprobiert. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Dann habe ich das nochmal gerendert, das Video. In 30 FPS und es war einfach genau gleich groß. Und ich dachte so, hä? Wie kann das denn sein? So, dann müsste die eigentlich halb so groß sein.
Also zumindest so, ne? Deutlich. Halbe Bildfrequenz. Frequenz. Aber nein. Irgendwie nicht. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich das Projekt in 60 Frames hochlade, aber ich habe überlegt, vielleicht liegt es daran, dass die Datei an sich in 60 FPS war und vielleicht Videopad da ein bisschen rumgespastet ist. Vulkangrün. Achso, klar. Wetterwald ist noch nicht wiedergekehrt. Doch, klar, in Minecraft 7. Und Vulkangrün in Minecraft 8. Da sieht sie richtig geil aus. Und hier sieht sie auch geil aus. Vor allem mit diesem HD-Ding. Also wirklich, das klingt jetzt so, als ob das hier alles in 4K und alles wäre. Nein, natürlich nicht, aber man sieht es schon. Man sieht einen Unterschied. Deutlich kommt darauf an, wie sehr man es gewohnt ist. Wenn man jetzt einen großen, ziemlich großen Fernseher hat, wird man es noch deutlicher merken als auf einem kleineren. So. Oder ein Bildschirm oder irgendwas. Ah ja, die Geschichte mit dem V-Let's Space. Hatte ich mir doch zuerst die Capture Card bestellt, die kam auch zuerst. Und ein Komponentenkabel. Ich, naiver Typ, dachte nämlich, dass ich dann einen HDMI-Ausgang hätte, den ich an die Capture Card anschließen kann. Falsch gedacht. Außerdem wurde mir... Ach du Schande. Außerdem wurde mir das falsche Kabel noch geliefert, das kam dazu. Auf jeden Fall war das Ding das gar nicht so, wie ich mir das dachte. Da war ich erstmal ein bisschen gefrustet, hab dann gefüttert, jo, vergiss alles, was ich gesagt habe. Hab aber dann gesehen, dass es diese USB-Sticks gibt, diese Converter-Sticks. Und das funktioniert tadellos. Das ist einer von CSL-Computer. Tadellos. Gibt's auch welche, die sind anderen Herstellern. Was fahre ich hier für eine Scheiße zusammen? Tadellos. Richtig gut. Habe ich natürlich schon erfreut, als ich endlich dann... Hä? Als ich dann Real Let's Plays machen konnte. Plötzlich. Suddenly. Ne, freut einen schon. Es ist natürlich für viele Leute ganz Besonderes. Genauso wie es nichts Besonderes sein Mikrofon zu haben. Für mich schon. Weil ich es halt nicht hatte. So. Wenn ich sehe, dass YouTube-Kanäle mit 5 Abonnenten da die Elgato Game Capture HD60 haben für ihre 0 Aufrufe Minecraft 8 Parts, denke ich mir auch, okay. Vielleicht nicht. Ne? Aber mir habe ich wenigstens so eine gewisse Zuschauerschaft. Ne? Muss ich auch wirklich sagen, der Kanalwechsel war perfekt. Also muss man einfach sagen, die Leute sind aktiver geworden. Also ihr seid aktiver geworden, das freut mich natürlich. Und ein Video hat 4 Aufrufe und 2 Daumen hoch. What the fuck? Das ist voll viel. Also im Verhältnis. Natürlich, die Aufrufe sind genauso wie früher. Aber mal schauen, wie das bei Mario Kart und generell bei Wii Let's Plays ist. Und natürlich auch bei NX Let's Plays. Oh ja. Oh ja. Kündige ich jetzt einfach schon mal an. Sollte ich niemals tun. Immer wenn ich etwas bisher auf YouTube lange vorher angekündigt habe, hat es dann nicht geklappt. Beispiel Wii Let's Plays, Beispiel Livestreams, Beispiel, oh mein Gott, Ocarina of Time, was jetzt ja momentan läuft. Das war richtig geil. Oh, oh. Ich werde Zweiter. Ja, mit dem Item werde ich Zweiter. Ich werde Zweiter. Da hatte ich doch wirklich die Chance auf einen 3-Sterne-Rang. Oder 1 Stern zumindest. Ja, next time. Beim nächsten Mal, aber nicht mit dir. Sondern mit Yoshi. Naja. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Da war so ein komisches Bild. So eine Welle im Bild. What was that? Ach so, wollte ich ja sowieso wegdrücken. Glückwunsch, vielen Dank, aber trotzdem habe ich keinen Stern. Ja, mal gucken, mit Yoshi läuft es bestimmt in diesem Part. Spezialcup. Gut, sehen wir uns dann wieder. Danke fürs Ansehen, bis zum nächsten Mal. Haut raus, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, wer nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut raus und ciao.